Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Dawn of Man. Die letzten Episoden waren wir ziemlich erfolgreich beim Jagen. Und, ach du Schande, ey. Wir haben mittlerweile so viel Zeug. Wir müssen, glaube ich, aufhören, jetzt mal zu jagen. Und ich denke, ich werde ein weiteres Lager bauen müssen. Denn das ist ja verrückt. Warte mal, machen wir das mal so hier hin. Das Material ist jetzt, glaube ich, nicht unser Problem. Das sollten wir mehr als genug haben. Ja, und wir kriegen ja jetzt schon wieder irgendwie tonnenweise Leder und Co. Und Fleisch. Jede Menge Fleisch. Ja. Ich weiß, dass keine Lagerplätze frei sind. Das ist jetzt, glaube ich, auch nicht mehr das große Problem. Denn wir bauen jetzt schon ein neues Lager. Wir sind so erfolgreich, dass wir einfach ein neues Lager brauchen. So sieht's aus. So, Kapazität. Wir könnten uns hier eigentlich auch gleich mal dran machen, dass wir vielleicht das nächste Wohnhaus bauen. So, ich stelle das mal hier ran. Ressource verfallen Beeren, das ist jetzt nicht so gut. Eigentlich müssten sie doch eigentlich bevorzugt Beeren essen. Wenn wir die gerade gesammelt haben im Sommer. Also es würde nur Sinn machen, so wie es jetzt hier aus. Alter Falter. So viel Leder. Und wir haben gerade erst ja wieder was gebaut aus Leder. Heftig. Das ist wirklich heftig. Genauso das hier. Das ist unglaublich. Ach, hier liegt noch mehr Zeug rum. Wow. Ansonsten war es das jetzt aber erstmal ja, ne? Genau. Wir könnten dann den Büffel hier noch schnell umhauen. Wollen wir es mal probieren? Kommt, wir probieren das mal ganz kurz. Wir versuchen das urzeitliche Bison umzunatzen. Sehr gut. Passt. Und da haben wir wieder 7 bekommen. 7 Wissen. Ich meine, das brauchen wir jetzt sowieso. Na, wobei, es wäre vielleicht schon klug, wenn wir das jetzt freischalten, denn dann könnten wir uns darum kümmern. Ach nee, Anbau geht wahrscheinlich erst später, ne? Getreidedomestizierung kommt erst im nächsten Zeitalter. Aber hier könnte man schon was sammeln. Mit dem Schlitten könnten wir halt einen Schlitten bauen. Dann können wir vielleicht solche Sachen schneller. Wir machen das erstmal mit dem Schlitten. So, Schlittenherstellung freigeschaltet. Dann müssen wir mal gucken. Geht das hier auch? Wo bauen wir denn den Schlitten? Transport. Ein einfaches Transportmittel. Das von Menschen gezogen wird. Okay, dann bauen wir einfach mal hier einen Schlitten hin. Fragen Sie mich bitte nicht, wie das dann jetzt wird. Aber ich vermute mal ganz schwer, dass die den dann schnappen. Und damit dann zukünftig dorthin gehen, wo wir halt viele Tiere erlegt haben. Und das Zeug dann damit transportieren. Also ich hoffe es zumindest. Denn sonst wäre das irgendwie ein bisschen doof. Wow. Keine Aufgaben in der Warteschlange. Okay. Wie sieht's eigentlich aus mit den Hunden? Wir haben jetzt 1, 2. Wo ist denn der dritte hin? Gute Frage. Wir behalten die aber mal, denn ich habe schon bei einem anderen Streamer gesehen gehabt, dass die später sehr nützlich sein können, wenn halt die Stadt angegriffen werden sollte. Denn dann stürzen die sich zusätzlich mit ins Getümmel und attackieren die Angreifer. Und das ist natürlich echt nicht schlecht. Der Händler ist angekommen. Was hätte der denn? Hm.
Ich meine, komm, wir haben hier jede Menge von dem Zeug. Wir können doch was abgeben. Ich werde jetzt einfach mal versuchen, dass wir das einhandeln. Dann, na, so zwei Bögen. Drei Bögen, vier Bögen. Alle Bögen. Das wäre ganz okay. Jetzt nehme ich einen Bogen wieder weg. Zwei Bogen. Dann würde ich jetzt tatsächlich einfach mal versuchen, den Rest mit Essen voll zu machen. Haben wir noch irgendwas, was bald verfallen könnte? Nicht wirklich, ne? Das ist schade. So, so passt das, ne? Ja, jetzt haben wir zwar relativ viel Nahrung weggegeben, aber ich denke, wir sind sehr erfolgreich bei der Jagd, also geht das schon mal klar. Und das wird, glaube ich, unser Problem nicht werden. Und weil wir so erfolgreich bei der Jagd sind, werden wir gleich mal wieder die ganze Crew nehmen und dann werden wir da wieder ein paar ummuschen. Genau. Nehmen wieder die ganze Crew. Da, der kann sich nicht wehren. Der ist ein Opfer. Und schaut mal. Nee, das ist noch jung. Und hier die Wildsau. Die Wildsau kommt. Leute, echt jetzt? Was seid ihr denn für Heinis? Naja, gut. Lassen wir es gut sein. Steinschleifen ist freigeschaltet worden. Alles klar. So. Was können wir mit Steinschleifen denn jetzt machen? Können wir jetzt Feuersteinmesser machen? Feuersteinsicheln. Ah. Machen wir das weg? Nee, nee, das kommt raus. Raus, raus, raus. Aber dann stellen wir das Zeug jetzt auch wieder her. Das sollte passen, ja. Und sieht an, es funktioniert. Die nutzen tatsächlich den Wagen. Yes, dadurch geht das alles viel schneller. So, jetzt bin ich gespannt. Werden die gleich nochmal den Wagen nutzen? Ja. Es darf gerne wieder jemand den Schlitten nehmen. Das ist nämlich echt effizient. Dann würde ich sogar sagen, wir bauen hier gleich noch einen weiteren Schlitten. Denn das war eben richtig gut. So, bauen wir aber noch einen. Wie sieht's denn jetzt da hinten aus? Hier liegt ja immer noch tonnenweise Zeug rum. Holt das mal ab. Hallo? Nehmt den Schlitten bitte. Das ist ja unglaublich. Vielleicht brauchen wir da einfach ein paar mehr. Dass die auf den Gedanken kommen, dass sie vielleicht mit dem Schlitten wieder losziehen könnten. Ah. Echt jetzt? Du hast den Schlitten nur. Ich bin enttäuscht von dir. Ich bin enttäuscht von dir. Du bist so faul. Und ihm ist kalt. Ja, dann sollte er sich vielleicht mal. Ach so. Wir haben wahrscheinlich keine Winterkleidung mehr, weil wir alles verkauft haben. Oh Mann. Das war vielleicht nicht so gut. Genau, holt euch was zu essen. Erst mal ein bisschen und vor allem nutzt hier diese Schlitten. Und uns geht so langsam, aber sicher hier irgendwie das Feuerholz aus oder das. Okay, sollte eigentlich passen. Was bist du denn? Ein erwachsenes Rentier.
Und da hinten ist noch. Oh, das sind noch mehr. Das sind noch mehr und. Hä? Haben wir immer noch nicht alles eingesammelt? Wieso zum Geier nehmen die denn den Wagen nicht? Oder? Das ist ja kein Wagen. Hä? Schlitten, genau. Funktioniert der Schlitten hier nicht? Ich kann ihn nicht anklicken. Jetzt kann ich ihn anklicken. Okay. Nutzt doch die Schlitten. Ich meine, wir haben die doch nicht umsonst gemacht. Das würde doch Sinn machen. Aber die gehen stattdessen lieber irgendwie allein hin. Das verwirrt mich etwas. Eventuell ist die KI auch noch nicht so weit. Das kann auch ganz gut sein, dass sie da irgendwie noch was dran machen müssten. Jetzt kommt jemand. Hat jetzt auch nicht so wirklich was gebracht. Tja. Tja, 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 tja. Doof. Das ist doof. Das ist doof. Sieht es, die nutzen das irgendwie immer nur für so kleine Wege. Das ist doch ein Witz. Ja gut, jetzt haben sie sich schon ein bisschen Zeit gespart, aber es wäre doch deutlich klüger gewesen, wenn man das Ding dafür nutzen würde, irgendwie um da vorne halt die restlichen. Na, jetzt ist nichts mehr da, aber die halt das Zeug irgendwie zu holen. Das wäre doch viel klüger gewesen. Na gut, ich möchte mich jetzt auch nicht beschweren. Wir lassen die mal. Wir werden schon wissen, was sie hier tun. Und ich würde sagen, wir machen uns mal dran und töten hier so ein paar Bäume. Sammle Tannin. Noch mehr Tannin. Die Buche. Die können wir umkloppen. So, fällt mal die Buche, fällt mal die Birke. Und Tannin sammeln ist immer gut. Aber noch ein bisschen was? Nee, ne? Aber wir können hier noch eine Birke fällen. Da schnappen wir uns wieder etwas Tannin. Oh, hier ist ganz schön zugewuchert, aber das passt schon. Ich bin jetzt immer noch nicht so recht schlüssig. Schlüssig, Quatsch. Ich habe jetzt immer noch nicht so recht gecheckt, ob die Dinger jetzt irgendwie nachspawnen oder nicht. Habt ihr das Gefühl, die spawnen nach? Denn irgendwie ganz so sicher bin ich mir da jetzt nicht. Ganz so sicher bin ich nicht. So, wir kriegen wieder Fische. Das ist schon mal gut. Denn da haben wir ja ordentlich gehandelt. Was können wir denn als nächstes eigentlich freischalten? Oh, wir haben gerade wieder was bekommen. Das haben wir freigeschaltet. Das haben wir schon freigeschaltet. Das haben wir gekauft. Steinhaufen. Ja, wir machen das jetzt einfach mal. Und dann demnächst die Hülsenfrüchte. Wissen 2. Wissen wieder 7. Dann kriegen wir die Getreideverarbeitung und das wird dann benötigt für die Domestizierung. Da müssen wir dann sowieso wieder massiv sparen, dass wir da hinkommen. Aber ich bin jetzt doch irgendwie erstaunt, dass es so schnell geht im Allgemeinen. 20. Nice, und 9 Meilenstein freigeschaltet. Dann sollten wir mal kurz gucken. Bei der Produktion richtig. Ich wusste doch, einen Mörser kann man bauen. Dann machen wir da mal so einen Mörser hin. Gibt es sonst noch was? Gerber haben wir schon. Ich denke, den Handwerksschuppen heute, Trockner, Nahrungstrockner und Co. haben wir auch schon. Ich weiß nicht, vielleicht lohnt sich noch ein zweiter Mörser. Pflanzen wir den auch mal hier in die Mitte. Heuhaufen, Steinhaufen. Ein Ort, um Stroh aufzubewahren. Frag mich in Gottes Namen nicht, wieso wir jetzt aktuell Stroh brauchen, aber hey. Machen wir da mal einen Strohhaufen hin. Werden wir schon für irgendwas brauchen? Vielleicht zum Upgraden der Hütten? Hütte benötigt Schilfdachdächer. Ja, genau, das werden wir brauchen. Das werden wir brauchen. So, was hättest du im Angebot? Ehrlich gesagt, nichts, was wir brauchen können. Nee, wir haben alles. Sorry.
Du hast nicht so einen Wert für uns. Du hast nicht so einen Wert für uns. Ah, jetzt wird aber ordentlich Werkzeug produziert. Ja, die haben echt nichts zu tun, oder? Schaut mal, hier ist wieder so viel getrocknet worden. Eventuell kommt. Das können wir nicht zulassen, dass hier irgendwie so viele Leute einfach nur dumm rumstehen und nichts machen. Wir schnappen mal wieder die Crew. Und lassen die gemeinsam jagen. Da ist doch wieder gut was unterwegs. So, pausieren. Dann sagen wir jetzt denen, ne? Oh Mann, ich war voll auffällig. So, wir gehen weiter. Dann sagen wir jetzt hier, töte die Ziege. Auch das war ziemlich gut. Hier hinten habe ich noch was rumlaufen sehen, oder? Moment, wir müssen mal schnell in den Jagdmodus wechseln. Ich habe hier nichts rumlaufen sehen. Aber da, das sind noch ein paar Wildpferde. Na kommt. Wir schicken die Leute mal hier hin. So, jetzt sind sie da. Suchen uns hier das erwachsene Pferd aus. Ja, das kannst du knicken. Das lief nicht gut. Wir müssen hier versuchen, das zu töten. Yes! Perfekt. So, wir sammeln wieder. Und dann ist das hier noch fällig. Das haben sie gut gemacht. Alles klar. So gefällt mir das. Und schau mal. Die haben den Wagen gleich genutzt. Jetzt werden die hier nochmal den nächsten... ja, Wagen quasi nutzen, dann wäre das schon super. Bei den nächsten Schlitten. Wir haben keine Feuersteine, das ist ein Problem. Denn dann gehe ich schwer davon aus, dass das Arbeitsgebiet auch wieder erschöpft ist. Puh. Was? Turnak ist an Altersschwäche gestorben. Oh oh. Jetzt geht's wahrscheinlich langsam los, dass wir unsere Leute verlieren nach und nach. Unseren ersten Einwohner. Wir haben auch lange überlebt. Ist ja krass, hier gibt es kaum noch. Das ist ja richtig mies, der Weg. Okay, da müssen wir zwei Leute zukünftig hier dann auch hinschicken. Das ist ja mies weit weg. Da können wir nur hoffen, dass niemand angefallen wird. Was bist du denn Schönes? Bist du ein Wildpferd? Du bist auch noch ein altes Wildpferd. Hm. So, wo haben sie denn den anderen Wagen? Irgendjemand muss doch hier den Wagen nehmen. Genommen haben. Hm. Man weiß es nicht. Wir haben echt nur drei Hunde? Eben, jetzt habe ich mich doch gewundert. Wir haben fünf Hunde, das heißt, wir müssen jetzt hier... da jetzt wird zur Abwechslung mal ein altes Männchen getötet. Denn langsam haben wir ein paar zu viel. Man muss es ja jetzt auch nicht übertreiben. Gott. Und Kurkuk ist an Altersschwäche gestorben. Das ist nicht gut. Das heißt, die Kolonie schrumpft jetzt wieder so langsam. Wir müssen also wieder drauf setzen, dass sie wieder ordentlich knattern in den Zelten. Was machst du denn gerade? Hm. Ich hatte irgendwie die große Hoffnung, dass die ja dann mitgehen und irgendwie vielleicht mitjagen würden, aber das, den Gefangenen tun sie uns leider nicht. Das ist ein bisschen schade. Aber da kannst du wohl nichts machen. Erlangt. Nochmal eine Feuersichel. Alles klar.
Haben wir sonst noch irgendwelche Bäumchen, wo wir irgendwie was abpflücken können? Ich glaube nicht so wirklich. Aber wir könnten hier hinten übrigens auch nochmal ein Gebiet fürs Fischen irgendwie ausweisen. So. Haben wir das getan? Schaut, sie nutzen es doch recht aktiv. Und irgendeiner hat gerade den anderen hier mitgenommen. Jetzt ist die Frage, was sie denn damit tun. Oh! Große Rentiere. Wollen wir die Leute mal wieder auf die Jagd schicken? Ja, ihr habt doch sowieso wieder nichts zu tun. Ich kenne euch doch. So, jetzt ganz kurz in diesen Pausenmodus. Yes. Was zum Geier hältst du denn alles aus? Wirklich? Das dachte ich gerade schon. Hier. Haut drauf. Er ist zu langsam im Wasser. Da kommt er nie weg. Und das junge Tier. Nein, hier, das junge Tier. Okay, das junge Tier vielleicht doch nicht. Hier. Oder die Ziege. Ziege ist gut. Hier, die Ziege ist gut. Passt. Das sollte jetzt eigentlich wieder ausreichen. Oh, guck mal, das sind jetzt Waisenkinder. Oder halt auch nicht. Nicht? Okay, haben keinen Bock mehr. Genau, kümmert euch mal darum und der Rest geht irgendwie seine Dinge nach und dann schauen wir mal, was passiert. Wir könnten hier drüben übrigens auch noch ein paar Bäume fällen, weil ich es gerade sehe. Können wir das mal irgendwie austesten? Dann werde ich hier so eine kleine Schneise reinmachen. Und dann gucken wir mal, ob die Bäume hier wieder nachspawnen. Denn das werden wir ja dann feststellen. So, wir stellen wieder auf die vierfache Geschwindigkeit. Na, die nutzen den Wagen schon. Ich glaube, der will fällen gehen, ne? Ja. Der hat sich gleich gedacht, Mensch, mit dem Schlitten, da geht das dann doch viel einfacher. Da kann ich den Baum viel leichter wieder zurücktransportieren. Das ist doch gut. Das gucken wir uns noch schnell an. Ja, geil. Und da ist er gleich voll. Super Sache. Jetzt ist natürlich noch die große Frage, was brauchen wir denn dafür später? Also wofür wir das brauchen, das ist die Frage. Wie sieht es hier aktuell aus? 7, ach so. Ich muss hier noch was freischalten, Mann. Hülsenfrüchteverarbeitung freigeschaltet. Wow. Und ein neuer Mensch wurde geboren. Das ist schon mal gut. Ich glaube, hier hinten können die abernten. Das hier könnte man auch noch ernten. Ich werde mal noch mal ganz kurz gucken, ob wir noch so ein paar Erntegebiete irgendwie einsetzen können. Hier wäre nur eins. Naja, das lohnt. Ja, ist egal. Wir machen das trotzdem. Ach so, Tannin sammeln, das könnte man eigentlich auch automatisieren. Dann lassen, würde ich sagen, lassen wir die Leute hier mal Tannin sammeln. Dann, ich Wasser extra hin, das Käse. Bäume fällen ist irgendwie auch Käse. Ich möchte hier ein paar wilde Pflanzen sammeln. Hey, wir haben hier so wenig.
Ja, mir echt wenig. Da haben wir wieder ein bisschen was. Die können wir auch noch ein bisschen sammeln gehen. Ja, das sieht doch, denke ich, ganz gut aus. Mit der Nahrung kommen wir hinterher. Wir haben ein recht fettes Lager. So, jetzt schauen wir mal, was produzieren sie denn hier fleißig? Sie produzieren wieder ein bisschen Kleidung. Aber bin ich der Meinung, dass sie vielleicht sich ein bisschen mehr um den Bogen kümmern sollten? Denn das ist was, was wir auf alle Fälle ganz gut brauchen können. Ich denke eigentlich, es läuft. Gut, ich muss mich jetzt aber auch wieder mal kurz fassen. Dementsprechend beende ich die Folge an der jetzigen Stelle und... Ui, das war nah. Was? Irak wurde vom Blitz getroffen? Dein Ernst jetzt? Okay, ja. Mit dieser sehr traurigen Nachricht beende ich dann die jetzige Folge. Ich bedanke mich mehr fürs Zusehen. Ich wünsche euch was und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dahin und ciao.